Mithilfe der Trigonometrie, der Dreieckslehre, können wir nicht nur auf der Erde unzugängliche Strecken vermessen, wir können auch im Weltall die Entfernung zwischen Sternen ermitteln. Hier haben wir drei rechtwinklige Dreiecke, die im Winkel Alpha übereinstimmen. Damit stimmen sie auch im Winkel Beta überein und diese Dreiecke sind alle ähnlich. Das heißt, nach dem Strahlensatz sind die Seitenverhältnisse des blauen Dreiecks genauso groß wie die Seitenverhältnisse des schwarzen und roten Dreiecks. Diese Seitenverhältnisse sind die trigonometrischen Funktionen Sinus, Cosinus und Tangens. Hier haben wir ein rechtwinkliges Dreieck. Die lange Seite heißt Hypotenuse, die beiden kurzen Seiten heißen Katheten. Wenn wir den Winkel Alpha als Bezugswinkel nehmen, haben wir die Ankathete, die Seite B, und die Gegenkathete, die Seite A. Der Cosinus des Winkels Alpha ist das Verhältnis von Ankathete zu Hypotenuse. Der Sinus von Alpha ist das Verhältnis Gegenkathete zu Hypotenuse. Und der Tangens von Alpha ist Gegenkathete zu Ankathete. Falls wir ein Dreieck mit der Hypotenuse c gleich 1 zeichnen, ist die Länge der Gegenkathete gleich Sinus Alpha und die Länge der Ankathete gleich Cosinus Alpha. Dies ist besonders deutlich im Einheitskreis. Der Radius des Kreises hat die Länge 1 und entspricht der Hypotenuse beliebiger rechtwinkliger Dreiecke. Wir können jetzt einen Punkt auf dem Einheitskreis betrachten. Die x-Koordinate dieses Punktes entspricht dem Cosinus von Alpha und die y-Koordinate entspricht dem Sinus von Alpha. Nach dem Satz von Pythagoras gilt außerdem, dass Sinusquadrat Alpha plus Cosinusquadrat Alpha gleich 1 ist. In diesem rechtwinkligen Dreieck hat die Gegenkathete die Seitenlänge 3 cm, die Ankathete die Seitenlänge 4 cm. Der Kotangens von Alpha ist definiert als Ankathete zu Gegenkathete, also 4 durch 3 oder 1,33. Wir betrachten einige spezielle Dreiecke. Ein gleichschenkliges rechtwinkliges Dreieck hat den Winkel Alpha gleich Beta gleich 45 Grad. Damit ergibt sich nach dem Satz von Pythagoras die Hypotenuse als Wurzel 2 mal a. Also Sinus von 45 Grad ist Wurzel aus 1/2. Wenn wir ein gleichseitiges Dreieck nehmen und halbieren, haben wir zwei rechtwinklige Dreiecke mit Alpha gleich 60 Grad. Die Ankathete des rechtwinkligen Dreiecks, 1/2 c, ist gleich c mal Cosinus 60 Grad. Daraus ergibt sich Cosinus 60 Grad gleich 1/2. Den Sinus 60 Grad können wir mit Hilfe des Pythagoras ausrechnen. Es gilt, dass a² plus c² gleich c² ist. Also ist a gleich c mal 1/2 Wurzel 3. Entsprechend ist Sinus 60 Grad gleich 1/2 Wurzel 3. Man kann sich die wichtigen trigonometrischen Größen für 0 Grad, 30 Grad, 45 Grad, 60 Grad und 90 Grad wie folgt merken. Der Sinus von 0 Grad ist Wurzel 0 halbe. Der Sinus von 30 Grad ist Wurzel 1 halbe. Der Sinus von 45 Grad ist Wurzel 2 halbe. Der Sinus von 60 Grad ist Wurzel 3 halbe. Und der Sinus von 90 Grad ist Wurzel 4 halbe oder gleich 1. Wir befinden uns 500 Meter von einem Fesselballon entfernt. Der Ballon erscheint zunächst unter einem Winkel von 30 Grad zur Erdoberfläche. Nach einer gewissen Zeit erscheint der Ballon unter einem Winkel von 60 Grad von der Erdoberfläche. Welche Höhendifferenz hat der Ballon zurückgelegt? Der Tangens des Betrachtungswinkels Alpha ist gleich Gegenkathete zur Ankathete, also Höhe des Ballons zum horizontalen Abstand. Zum Zeitpunkt 1 ist also Tangens Alpha gleich H1 durch 500, zum Zeitpunkt 2 ist Tangens Alpha gleich H2 durch 500. Wenn wir nach der Höhe auflösen und die beiden Höhen subtrahieren, erhalten wir 500 Meter mal Tangens 60 minus Tangens 30, also 577 Meter. Wir betrachten ein beliebiges Dreieck, welches wir mit der Höhe hc in zwei rechtwinklige Dreiecke teilen. Es gilt dann, dass Sinus Alpha gleich Höhe durch b ist und Sinus Beta
gleich Höhe durch a. Wir lösen nach der Höhe auf, setzen gleich und erhalten dann a durch Sinus Alpha ist b durch Sinus Beta. Dies ist der Sinussatz, den wir aus Symmetriegründen noch um c durch Sinus Gamma erweitern können. Wir betrachten allgemein ein Dreieck, welches wir durch Einzeichnung einer Höhe h in zwei rechtwinklige Dreiecke unterteilen können. Wir haben dann zweimal den Pythagoras, h² gleich b² minus e² und c² gleich h² plus d². D und e ergeben summiert die Dreiecksseite a, also ist d² gleich a minus e zum Quadrat gleich a² minus 2ae plus e². Wenn wir diese drei Gleichungen ineinander einsetzen, erhalten wir für c² gleich b² plus a² minus 2ae. Wir haben hier praktisch eine Form des Pythagoras für nicht rechtwinklige Dreiecke. Die Strecke e können wir substituieren durch den Cosinus Gamma und die Strecke b und erhalten dann c² gleich a² plus b² minus 2ab mal Cosinus Gamma.